Hallo liebe Pfeifenraucherfreunde, hier ist der Patrick und für mein heutiges Video ist es nicht Donnerstag, sondern Dockerstag. Für all diejenigen, die später dazugekommen sind, dabei handelt es sich um eine Aktion, wo man seine Rhodesien- und Bulldog-Pfeifen, eben Docken, vorstellt. Die Aktion hat der Matthias ins Leben gerufen. Guckt euch doch mal auf seinem Kanal um. Er hat das letzte Video, hat er seine Bulldog-Pfeifen vorgestellt und uns dabei alle eingeladen, es ihm gleich zu tun. Das natürlich vorzugsweise an einem Donnerstag, der dann zu Dockerstag umgetauft wird, zu Ehren unserer Docken. Ich finde das eine ganz lustige Aktion, Matthias. Und das heute soll mein kleiner Beitrag dazu sein. Also wie ihr seht, ist wunderbares Wetter. Da habe ich natürlich mein Motorrad gesattelt und bin ins Juragebirge gefahren. Das liegt direkt vor meiner Haustüre. Das ist ja, das andere Gebirge, das wir in der Schweiz haben. Die Alpen sind halt immer sehr bekannt, aber der Jura, den werdet ihr jetzt ein bisschen kennenlernen, denn ich werde in der nächsten Zeit etwa hier mal Ausflüge machen. Das Markante hier im Jura ist, dass es ein Kalksteingebirge ist. Und ihr seht auch hier an diesen Steinen, hier, das ist ganz typisch, die sind nämlich grau bis fast weiß. Und das ist charakteristisch für hier. Das ist je nach Gegend im Jura dann nicht immer genau gleich. Es gibt dann auch Gegenden, wo sie sehr viel Gelbtöne haben. Und es gibt auch Gegenden, wo es rötliche Töne gibt. Und das ist dann auch immer sehr interessant zu sehen, weil im Mittelalter gebaute Städte, die haben natürlich ihren Kalkstein gerade aus der Umgebung bezogen. Nicht wie heute, wo man ihn über tausende Kilometer mit dem Schiff herholt, nur weil es einen Farbton hat, den man eben einfach haben möchte. Und deshalb haben natürlich diese dort, wo Altstädte sind, noch erhalten sind, haben die natürlich diesen Farbcharakter des Jura-Kalksteins. Ja, also wo bin ich denn heute hingefahren? Heute hat mich die Fahrt in den Kanton Neuenburg geführt. Das liegt in der französischsprachigen Schweiz, wenn man es ganz korrekt sagen will auf Französisch. Juristisch korrekt wäre das dann République. Canton de Neuchâtel. Und zwar bin ich jetzt zwar auch gar nicht ganz so genau, weil der Ort, den wir zusammen ansehen werden, der genau hinter mir liegt, der liegt eigentlich genau auf der Grenze zwischen zwei Kantonen, zwischen dem Kanton Neuenburg und dem Kanton Waadt. Und was ist das Spektakuläre daran? Das ist eine Felswand in einer Hufeisenform, kann man sagen, die von zuoberst bis zu unterst etwa 500 Meter hoch ist, und zwar ist die ganz gerade, also steil, geht runter wie eine gestellte, gebaute Wand. Das ist, da kann man eben oben auf der Krete entlang spazieren und dann sind natürlich die Blicke spektakulär. Ob ich das einfangen kann? Mit meiner Mobiltelefonkamera, das weiß ich nicht. Ich werde es versuchen, aber meistens ist es so, dass auf den Kameras der Eindrücke dieser Steilheit, dieser geraden Wände und so, dass das gar nicht so richtig durchkommt. Aber wir werden sehen. Es hat natürlich, wie immer, hier ist ein Touristenmagnet erster Güte hier im Jura. Es ist natürlich immer voller Leute und ich hätte gerne an der Krete selber ein Video gemacht. War unmöglich, ich habe mich jetzt hier ein bisschen an den Waldrand zurückgezogen, um ein Video machen zu können. Aber ich habe dann zwischen den Touristen jeweils geguckt, dass ich da so kurze Clips aufnehmen kann, um euch mal diese Felswände zeigen zu können. Es hat da ein bisschen ein Durcheinander von Clips gegeben, weil da immer wieder sehr viele Leute waren, aber ich werde euch die nicht vorenthalten. Ich werde da so Clips einschieben und dann werde ich meine Docken vorstellen und dann vielleicht noch ein paar Clips und das war's dann für heute. Das ist das, was uns etwa jetzt erwartet. Dann machen wir kurz mal einen Rundgang
auf die Grete, 10 und später die Doggernadel. Bis später. Also, wir sind genau hier. All diese Wildtiere, die gibt es hier. Der Steinbock, die Gemse, Reh, Hasen, Luchse und hier die Auerhähne. Also jetzt nochmal sind wir im Queue du Vent. Dort ist das Restaurant Le Soliat, Bergrestaurant. Und jetzt schaut euch mal, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das ist dermaßen eindrücklich, diese gerade Felswand. Hier der kleine Vorsprung. Und das geht hier runter, man kann nicht mal bis... Kann ich mal bis ganz runter sehen. Hier. Hier in der Mitte sieht man die Stadt Neuenburg, dem Neuenburger See und auch dem Kanton den Namen gegeben hat, oder auf Französisch Neuchâtel. Ja. Und dahinter wäre dann noch der Bieler See, aber das sieht man in diesem Wetter nicht. Suchen da noch ein paar andere Eindrücke aufzuschnappen. Kleiner Rundblick. Ich habe nämlich hier ein Plätzchen gefunden, wo ich da meine Doggen vorstellen kann. Und zwar ist das genau hier. Gibt es einen abgesägten Baumstamm da. Also, das hier sind meine Bulldog-Pfeifen, meine Doggen. Leider sind es bisher nicht mehr als 3 geworden. Ist mir eigentlich selber ein Rätsel, warum. Denn die Form gefällt mir außerordentlich gut. Aber was nicht ist, kann noch werden. Es kann hier noch Zuwachs geben. Da habe ich doch dann gerade eine Ausrede für den nächsten Pfeifenkauf. Naja, ihr wisst, wie das ist. Also, die erste hier, die sieht neben den anderen beiden so riesengroß aus. Aber das ist eine Savinelli, und zwar eine Normalformat-Savinelli. Ihr wisst ja, bei den Savinellis gibt es ja offiziell 4 Formate. Die ganz große, die Extraordinaire, die sind dann hinter der Nummer mit EX gestempelt. Dann gibt es die King Size, die mit, hinter der Nummer mit KS gestempelt sind. Und dann gibt es eben die Normalformat.
Formatigen, die hinter der Nummer keine Buchstaben mehr haben. Und das ist so eine, die hat also höchstens ein mittleres Füllvolumen, wie man das von den normalen Savinellis gewöhnt ist. Sie hat ein außerordentlich schönes Grain, hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Und ja, die Geschichte, die hinter dieser Pfeife steckt, ist, es ist meine erste Filterpfeife. Ich habe euch in einem anderen Video, wo es dort um die Filterkristalle und Filter ging, schon gesagt, dass ich am Anfang meiner Pfeifenrauchkarriere recht Mühe hatte mit Sumpf. Ich hatte immer sehr viel Feuchtigkeit und Sumpf in der Pfeife. Und das musste dann irgendwie gelöst werden. Und ein sehr gutes Tabakwarengeschäft, ein ganz kompetenter Herr dort, hatte mich damals sehr gut beraten, hat mir sehr, sehr viele gute Tipps gegeben, auf die ich jetzt nicht eingehe. Und unter anderem hat er mir dann empfohlen, mir das Savinelli-Filtersystem anzuschauen. Und das ist jetzt eben gerade so ein, die hat eine 6 mm Bohrung und da kommen diese dreieckig, also die Toblerone-förmigen Balsaholzfilter hinein, die sehr, sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und trotzdem durch ihre Dreieckform halt noch drei große Luftkanäle offen lassen. Gerade bei den 6 mm Filterpfeifen ist das ja oft ein Problem. Und das ist ein Problem, das es bei den Savinelli Balsaholzfiltern im 6 mm Bereich überhaupt nicht gibt. Und die hat mich also dann sehr, die hat mein Problem gelöst mit der Feuchtigkeit übrigens. Also da war das Balsahölzchen nach dem Pfeifenrauchen jeweils triefnass. Das hat also sehr gut aufgesaugt. Und ja, ich war jahrelang sehr zufrieden damit und sie hat mir halt einfach auch so sehr gut gefallen. War wirklich meine Nummer 1 Lieblingspfeife viele Jahre lang. Hier habe ich noch einen schönen Grenzstein gefunden. Hier verläuft nämlich genau die Kantonsgrenze durch. ...1830 wurde der aufgestellt. Oh. Und jetzt guckt euch das mal an. Hier habe ich noch eine Todesmutige gesehen, die auf dem vordersten Felsvorsprung sitzt, wo es dort hunderte Meter runter geht. Sieht eindrücklich aus. Wäre jetzt nicht unbedingt etwas für mich. So, nun möchte ich euch noch meine zwei anderen Docken vorstellen. Die haben nämlich auch eine interessante Geschichte und zwar stammen beide aus derselben schweizerischen Pfeifenfabrik, die es leider heute nicht mehr gibt. Das ist eine Pfeifenfabrik, die im Jahre 1893 gegründet wurde, damals unter dem Namen Pfeifen- und Stockfabrik Brunner und Buholzer AG. Und das trug hier auch den Kurznamen Brubu-Werke ein. Und diese Fabrik wurde relativ schnell zum bedeutendsten Arbeitgeber des Ortes und der Region und eben stellte neben Pfeifen auch Stöcke, das heißt Spazierstöcke her, und zwar die klassischen, die, wie sie euch vorstellt, aus Holz mit einem gebogenen Griff, wie bei einem Regenschirm. Und das Besondere daran war, dass die von Hand beschnitzt wurden, und zwar im Auftrage des Kunden. Da konnte jeder vorbeigehen oder anrufen oder was auch immer und sich da einen Spazierstock bestellen und sich das einschnitzen lassen, was er gerne wollte. Also ob das jetzt ein Enzian, eine Alpenrose, eine Gemse, ein Steinbock oder sonst etwas ist oder auch ein Name.
Das konnte man haben, wie man wollte. Zahlte man einfach den Stock und einen Aufpreis für Schnitzen. Und ja, es war ein ganz großes Geschäft im boomenden Tourismus natürlich. Und wie gesagt, der Pfeifenbau, der uns natürlich besonders interessiert. Irgendeinmal hat dann diese Pfeifenfabrik ihren Namen gewechselt. Da wurde eine Familie Can Besitzer. Und der heutige Besitzer, der Herr Bruno Can, der weit über 80 Jahre alt ist, ist, soweit ich orientiert bin, die dritte Generation, die diese Fabrik geführt hat. Und zwar eben musste die Anfang 1990er Jahre den Betrieb schließen. Die blieb dann ungefähr 20 Jahre lang leer, das heißt unangetastet. Und das ist das große Glück wahrscheinlich im ganzen Pech drin, dass sie überhaupt schließen musste, weil sie nämlich zu 100% erhalten wurde. Und sie wurde so erhalten, ich sage euch, wenn man dort reingeht, man hat das Gefühl, man geht in eine Fabrik der 30er oder meinetwegen der 50er Jahre. Da sind alle Motoren, werden da noch über Übersetzungs- und Riemenantriebe angetrieben, also wie früher. Und ist heute ja auch ein Museum. Und der Herr Can macht dort Führungen und kann sich das also ansehen. Wie gesagt, das ist alles noch so eingerichtet, dass man das Gefühl hat, man könne den Schalter umdrehen und eine halbe Stunde später mit der Produktion von Pfeifen weitermachen. Was an diesen Pfeifen noch ganz besonders ist, was ich hervorheben möchte, ist das Mundstück. Das sind beides filterlose Pfeifen natürlich, diese beiden. Aber die sind aus echtem Kuhhorn, sind die gemacht, beide. Und das war damals der Grund, warum ich die unbedingt wollte. Ich liebte das, man sieht das natürlich hier. Ich habe auch schon, glaube ich, zwei von diesen Can-Pfeifen durchgebissen, weil Horn ist natürlich weich. Abgesehen, dass es da schön aussieht, ist es weich und es ist sehr, sehr angenehm für die Zähne. Also gerade solche kleinen Pfeifen, die man ständig im Mund hält, da merkt man halt schon den Unterschied zwischen einem harten Acrylmundstück, das dann einfach Zahnschmerzen verursacht, hingegen Ebonit oder eben Horn, noch besser, ist dann so weich und angenehm für die Zähne. Aber eben der Nachteil ist, mit der Zeit beißt man es durch. Und die sieht jetzt noch relativ gut aus. Sind halt sehr kleine Pfeifen. Die wurden halt verlangt, das war so ein klassisches Modell. Und wie der Can sagte, wurden die hauptsächlich von vielen Fabrikarbeitern verlangt, weil die konnten dann genau so eine Pfeife füllen und in ihrer Pause dann gerade so eine Pfeife rauchen. Und es reichte dann auch morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends zum Nachhausegehen, war das angeblich das ideale Maß, gerade mal so eine Pfeife rauchen zu können. Und dann gibt es halt hier noch diese ganz kleine, ich mag die aber auch, weil sie besonders schön gebaut ist hier. Eine Steckerpfeife, auch eben mit dem Horn. Und das ist dann natürlich eine ganz kleine Pocketpfeife, irgendwie 1 Gramm oder sowas, 1,5 Gramm Tabak geht da, das ist vielleicht für eben so eine ganz kurze Rauchpause. Ich habe sie auch schon abgebrannt. Ich glaube, ich habe die benutzt an Wettrauchen, wo man nur 1 Gramm benutzt, was dann praktischer als eine normal große Pfeife, die dann nur so wenig Tabak drinnen hat. Ja. Also das war meine Geschichte über meine Doggen. So, hier nochmal ein kurzer Blick auf das Bauernhaus und auf die Bergwirtschaft hier. Ich kann gemütlich draußen sitzen, wie man sieht. Und das ist übrigens nicht nur im Sommer eine Attraktion, sondern auch im Winter, solange die Straße offen ist. Ist hier nämlich Betrieb. Der Ort hier ist sehr bekannt fürs Fondue-Essen. Also ich habe gerade vor einer Stunde noch gesehen, wie Leute da auf der Terrasse Fondue gegessen haben.
Also natürlich dann im Sommer etwas weniger, naja, weniger häufig als dann halt im Winter, wenn es dann überall ein bisschen da Schnee liegt, dann ist das halt recht romantisch, da ein wärmendes Fondue zu sich zu nehmen. Hier der Horizont ist die spektakuläre Krete bei der Felswand und hier im Vordergrund die glücklichen Hühner offenbar und hier, was haben wir hier? Ja, die glücklichen Schweine. Ja. Genau. Ja, wäre schön, wenn alle so gehalten würden. Hier vor dem Stallhäuschen seht ihr noch eine weiße Ziege und wie das Schild im Vordergrund sagt, heißt die Gamella und dabei handelt es sich um eine herrenlose Ziege, die hier gefunden wurde und jetzt hier eine neue Bleibe gefunden hat und die Touristen und vor allem die Kinder erfreut.